So Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Need for Speed Undercover. So, wir wollten die Polizei noch ein bisschen ärgern. Und ich muss aufstoßen. Es ist erstaunlich. Ich sitze vor dem PC, gucke hier noch ein bisschen bei Facebook rum, nichts ist. Ich drücke meine Taste für Aufnehmen und sofort sagt irgendwie mein Magen, ey, ganz ehrlich, jetzt ist die Kamera an, jetzt darf ich auch mal was von mir geben und das ist natürlich heiße Luft. So, okay, Cops ausschalten, hier oben so ein bisschen im Norden. Richtung Bergregion. Das macht bestimmt Spaß. Ich vermute mal, auch dort haben irgendwelche gewieften Waldarbeiter ihre Stämme mal wieder hingetan. Oder auf der Autobahn. Komplette Werbedinger, die man umnieten kann. Wer kennt das nicht? Die unbefestigten Werbereklamen auf der Autobahn. So, okay, da vorne sehen wir schon was. Komm her, direkt rein. Zack. So. Das interessiert die gar nicht. Doch. Wie viel haben wir ausgeschaltet? 3 von 7. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier noch ein paar ausschalten können. Beziehungsweise ob jetzt mal der Kollege da hinten der Polizei durchgibt, dass wir gefährlich sind. Dass jetzt mal irgendwie Kollegen kommen. Zur Hilfe. Oh, wir sind übrigens aufgestiegen. Level 5. Heat Level 5. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, vorhin, als ich den vorherigen Part aufgenommen habe, jetzt steht wieder 4 da. Jetzt sind wir wieder nicht mehr ganz so gefährlich. Jetzt haben sie dieses kleine Desaster da gerade wieder vergessen. Da vorne haben wir was. Komm her. Das niet mal um. Boing. Yeah. Das war doch mal cool. Alter, das war richtig schön. Aber der hat es nicht ganz gerafft, was ich damit machen wollte. Ja. Ach, das ist es gar nicht. Er ist trotzdem kaputt. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich jetzt kaputt gehe, aber alles gut. Hören Sie auf damit, unterlassen Sie dies. Wenn ich jetzt anhalte, bin ich bestimmt festgenommen. Das will ich nicht. Ich finde das echt erstaunlich dafür, dass ich jetzt hier Verfolgungswahn 4 bin. Bin ich nicht, 5. Dass die trotzdem immer noch die Normalos schicken. Komm. Na, du komm. Alter, die schnallen es aber auch nicht. So, okay, komm her. Die Tanke nehmen wir auf jeden Fall mit. Boom. Warum hat das nichts gebracht? Um Gottes Willen. Ich habe gerade eine Tanke umgenietet. Herr Pozzilist. Oh oh. Oh oh. Das ist die allbekannte Austin Power-Situation. Weder vorwärts noch rückwärts fahren können. Aber er macht auch nichts, ne? Alter, der fährt in die Waschanlage. Ist der eiskalt. Oh Gott, was tut er? Jetzt kommt er. Ich mache weder eine Vollbremse noch irgendwo. Er wartet hier oben. Der geben einen mit. So, wie viel müssen wir denn noch? Wir brauchen ja noch 3. Das wär ja das Optimum hier. Wenn wir jetzt irgendwas finden, wo wir da durchbrettern können, dann wäre das eigentlich wirklich schon das Optimum. Aber leider ist hier nichts. Nichts in der Nähe, was ich umnieten kann. Ziemlich blöd. Du brauchst ärztliche Hilfe. Vom schönen Psychiater. Oh, und ich brauche irgendwie nochmal eine Fahrschule. Das ist ja ganz übel, was ich hier mache. Ey, wir sind Level 5. Geht's eigentlich noch höher? Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt stagniert es hier so ein bisschen. Warte. Bitteschön. Du schaffst doch nicht anzufahren. Komm, schön in den Gegenverkehr. Alter. Da hat er locker gelassen. Ich habe es durchgezogen, du Lusche. Okay, er wollte mir zeigen, er kann es auch. So. Wir müssen irgendwie mal in die Stadt reinfahren, habe ich das Gefühl. Was, die wird langsam wild? Genau, genau. Macht mal Straßensperren, holt mal den Heli. Das zieht sich alles schon ins Unermessliche. Ach Gott, ey, ich habe nicht mehr so viel Zeit, euch Platz zu machen. Ach, jetzt dreht der um. Das ist sehr wahrscheinlich, dass ich da mittendrin umgedreht habe und er mich nicht gesehen hat. Das ist sehr wahrscheinlich. Okay, da ist er wieder. Oh, neue Autos. Was haben sie denn bekommen? Du fängst mich jetzt, da bin ich ja mal gespannt. Hier ist aber auch nichts mehr, was ich umnieten kann, ne?
Also in den Bergen ist echt nicht so easy. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Yes, sehr geil. Davon haben wir was und die schicken Luftkontrollen Unterstützung. Zack. Bam. So. Sehr schön. Noch ein. Yeah. Das war ich und der Helios da. Es wird aber auch Zeit. Jetzt wollen sie es wissen hier. Oh oh. Oh oh. So, noch ein. Dann haben wir's. So, wir brauchen jetzt noch irgendwas, was wir umnieten können. Nochmal so ein Kran. Das wäre ganz gut. Vielleicht kann man den Heli da noch runterholen. Oh, oh. Alter, jetzt werden sie aber wirklich ein bisschen aggressiver. Meine Güte, eben haben sie gar nichts gemacht. Okay. Ready. Zack. Und alle auf einen Streich. Alle bleiben stehen. Sehr schön. So, der fucking Heli. Wie kriege ich denn den jetzt los? Durch gekonntes Fahren. Yes, er ist übers Ziel hinausgeschossen. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass ich da im Wasser weiterfahre. Und da hat er mich, glaube ich, wieder gefunden. Optimal wäre jetzt, glaube ich, ein Tunnel. Fuck, ey, die Zeit geht mir langsam ein bisschen auf den Sack. Ah, er dreht ab. Ich glaube, er hat gerade irgendwas gesagt, er hat keinen Treibstoff mehr oder sowas. So, komm her. Oh, shit, ich dachte, das kann ich umrabbeln, ruddeln, riddeln. Ja, ja, ja. Dann erwartet uns mal. Scheiße. So viel dazu. Jetzt bin ich natürlich hier mitten auf der Autobahn. Da gibt es natürlich keine Verstecke. Das ist ziemlich übel. Komm her. Das war knapp. Ich wollte auch die Ausfahrt nehmen, aber eigentlich nicht so. Ich hatte mir das irgendwie so ein bisschen im Kopf anders ausgemalt. So, wo gibt es jetzt mal hier irgendetwas? Da, da, nein, andersrum. Das andere da. Meine Karre ist ziemlich Schrott. Okay, jetzt muss ich einfach langsam fahren. Wir haben es sowieso gleich geschafft. Einfach, oh, hier rechts rein. Das ist eigentlich auch ganz gut. Zack. So, ich glaube, das Ding ist gelutscht. Der Drops ist gelutscht. Das Ding haben wir gewonnen. Hm. Trotz Heli, trotz allem versuchen, mich zu stoppen, konnten sie mich nicht stoppen. Eine Spur der Verwüstung. Eingesetzte Polizeieinheiten. 30 Stück wurden uns hier auf dem Hals gehetzt. Und 12 Stück haben wir ausgeschaltet. Und es geht mit der Story weiter. Hör zu. Hector hat mir erzählt, Zack wäre bei einem Job erwischt worden, dem er nicht zugestimmt habe. Hector war sauer. Bisher habe ich mir gar nichts dabei gedacht, aber jetzt, wo sie verschwunden sind, gibt es da einen Zusammenhang? Ruf mich an. So kriegt man auch ein Date. Du bist ein Cop. Erledige deine Arbeit. Das heißt, ich soll jetzt Hector finden und ihm einen reindrücken. Das kriege ich hin. So. Ich möchte aber mal wieder Rennen dominieren. Rennen dominieren und neue Wagen kriegen. Ich möchte Wagen geschenkt bekommen. Ich habe leider wirklich nicht so viel Geld. Ich muss echt sagen, die Polizei hier im Spiel zumindest ist eigentlich finanziell schlecht aufgestellt. Ich kann mir nicht mal ein Auto leisten. Das ist echt schlimm. So, was soll ich jetzt machen? Das hier, das leuchtet. Checkpoint-Rennen. Warum leuchtet es so? Level 11. Alter. Level 11. Alter. Master-Event. Nee. Das mache ich mal besser nicht. Wir gucken erstmal, dass wir Level 12 erreichen. Flucht. Wir machen erstmal sowas. Wir gucken mal, vielleicht ist im Level 12, vielleicht geht da noch eine andere Mission auf. Die vielleicht nicht ganz so schwer ist wie diese Master-Events, wo wieder diese Glutzer und Icemans und Indies und was weiß ich, wie die alle heißen, mich hier in den finanziellen Ruinen noch treiben. Okay, hänge die Cops ab. Zack. Ja,
Der Verdächtige ist vor allem über alle Berge. So, auch wenn das hier jetzt kein prädestinierter Ort dafür ist, könnte es eventuell schon ausreichen, dass sie mich hier nicht sehen. So, das war relativ easy. Ich glaube, die fahren dann auch da unten auf der Autobahn weiter und sehen mich gar nicht. Eingesetzte Polizei 5, das ist ja ein Witz. Das ist ja echt ein Witz. Alles außer Serie. Yeah. Und wir kriegen einen kleinen Nitro-Boost noch dazu. Ich glaube, es war 1%. Ja, genau. Auch wenn ich jetzt hier wieder bin. Völlig egal. Einfach weitermachen. Pro-Teile-Shop. Pro-Teile sind jetzt in Port. Alles klar, jetzt können wir das reinhauen. Richtig nice. So, das wird aber auch mal Zeit. Das wird aber auch Zeit, dass wir jetzt hier das Ding endlich mal komplett upgraden können. Wo war denn das jetzt? Stufe 2 Pro-Teile. Ach Gott. Jetzt ergibt alles wieder Sinn. So, Leistungsupgrade, schnelles Upgrade, Power-Upgrade und ja. Oh ja, und wir haben verdammt viel Geld. Wartet mal. Das kostet knapp an die 100.000. Da könnte ich ja echt mal gucken, ob ich mir noch ein geileres Auto hole, wo ich dann noch 100.000 übrig habe, um das komplett aufzupimpen. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Wo ist denn hier Stufe 1, ne? Ist immer noch gesperrt. Schade, Stufe 1 Wagen darf ich noch nicht nehmen. Ja, am besten wäre natürlich ein Stufe 2 Wagen und den komplett aufzumöbeln, aber nee. Dann fehlt mir irgendwann das nötige Kleingeld. Okay, dann machen wir einfach mal das Upgrade hier in den Evo rein. Und ich glaube, der reicht dann auch eigentlich noch aus. Der reicht noch aus. So, zack. Sehr schön. So, okay, geil. Alleine jetzt hat sich der Part doch schon für euch rentiert, oder? Ihr habt jetzt endlich gesehen, wie schafft man es in Need for Speed Undercover, was relativ undurchsichtig ist. Oh, wir fallen wieder durch die Map. Und ich flieg mit einem Evo richtig tief, 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 immer tiefer, ja. 730 km/h. Und das mit dem Pro-Upgrade. Jetzt wissen wir, woran es lag. 310 irgendwie mit dem Race-Upgrade und 730 jetzt. Ich glaube, die anderen, die können einpacken. Wir haben es geschafft. Ah, wisst ihr was, Leute? Ich habe jetzt richtig Bock, das nochmal zu machen, das Sprintrennen. Wir kamen, wir haben verloren, doch gestärkt kommen wir wieder zurück in die Schlacht und werden sie gewinnen. So die Annahme. Du gehörst nicht zu den Guten, du gehörst nicht zu den Bösen. Ich finde diesen Spruch, den kann man auch so richtig schön tief sagen. So, du gehörst nicht zu den Guten, du gehörst nicht zu den Bösen. Du bist der gesetzeslose Robin Hood. Obwohl, der gehört ja eigentlich zu den Guten. Ja, der Vergleich, der hinkt, das gebe ich zu. Ist nicht ganz so der gute, der treffende Vergleich. So, ich bin jetzt gespannt. Iceman. Iceman, Glutzer, Indy und wie ist er? Die eine Pizza, die ich da ansprach einst. Smithy. Hä? Das sind noch ganz andere Namen. So, ich bin gespannt. Oh, das sind doch auch ganz andere Autos jetzt hier, oder? So, das schenke ich euch da hinten. Der da vorne, der fährt doch ein Skyline, wenn ich das richtig sehe. Alter, die sind immer noch sauschnell. 204. Also ich merke jetzt noch nichts so von der großen Beschleunigung. Ich will das jetzt schaffen. Ich meine, mehr kann ich aus der Karre nicht rausholen. So, ihr nochmal. Er hat leider die Abkürzung nicht genommen, das war sein großer Fehler. Aber der da vorne, Alter, guck dir den mal an. Was hat denn der überhaupt? Lamborghini Gallardo? Diablo? So, jetzt muss ich die Abkürzung nehmen. Ach, du mit deinem Skyline, jetzt vergiss es. Du bist abgeschrieben. Fette Baggerschaufel. Das ist nicht nach DIN-Norm hingestellt, das Ding. Die Baggerschaufel muss doch nach oben zeigen. Das ist doch frech. So, das war richtig schlecht. Jetzt bin ich Vorletzter. Das lief gerade so gut. Aber es ist erstmal die Hälfte nur
des Rennens vorbei. Okay, eigentlich ist das Ding schon verloren. Nein, wir probieren es. Wir probieren es. Komm her. Ja! Alter, wir müssen uns hier... Wir müssen hinten zusammenarbeiten. Wir müssen irgendwie nach vorne kämpfen. Hör doch auf! Warum denn? Du aggressives kleines Schwein. Das ist doch völlig unnötig. Vierter. Das ist doch genauso kacke wie mit den Race-Upgrades. Alter. Komm jetzt. Ich schaff doch nicht mal die 310. Sag mal, hat der an der falschen Stellschraube da mein Auto geupgradet? Kann doch nicht sein. Das ist auch eine ganz andere Strecke. Ich habe das Gefühl, ich habe was anderes ausgewählt. Alter, das ist eine kleine Bastardsau hier vor mir. Der nervt ganz schön. Ne, muss man ja mal sagen. Aber ganz ehrlich, der hat eine Power. Wir brauchen hier definitiv einen Klasse 2 Wagen. Danke, Heinz. Ja, da hinten war, glaube ich, das Ziel, ne? Hinter dem. Ja, ich glaube, das ist es. Wow, siebter. Das ist ja mal gar nichts. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Leistungsupgrade merke ich gar nichts. Aber wirklich überhaupt nichts. Das ist doch ein Witz. Danke. Okay, wir machen einfach nochmal ein paar Aufträge von Cops. Ich glaube wirklich, wir müssen dann ein besseres Auto nehmen. Der ist jetzt einfach an der Leistungsgrenze. Schade. Was heißt das eigentlich da unten? Heißt das immer, dass mir das vorgeschlagen wird oder was? So, was leuchtet denn jetzt hier? Das da oben ist scheiße, das meine ich nochmal. Das ärgert mich nur. Sprint, Master Event. Was ist das für eine Stufe 11? Vielen Dank, nein. So, was haben wir hier noch? Yes, Sachschaden. Sachschaden, endlich wieder in der Hometown. Da kenne ich mich aus. Da waren wir schon lange nicht mehr. Da fahren wir jetzt mal wieder hin. Da haben vielleicht die ganzen lieben, netten Kollegen alles wieder aufgebaut. Da können wir jetzt wieder umfahren. Alle Freiwilligen bitte vor, alle Pylonen wieder aufzustellen. Okay, let's go. 30.000. Oh nee, das nehme ich noch nicht mit. Komm, dreh mal um. Dreh mal um. Komm. Hä? Ah, okay. Wenn ich den rechten Stick reindrücke, kann ich den Online-Modus aktivieren. Gut zu wissen. So. Ich blockiere gar keinen. Das ist totaler Blödsinn. Ich möchte einfach nur ein paar Freunde finden. Ah, bist du zu weit gesprungen? Ah. Ach, komm her. Ihr braucht mir zu lange. Ihr braucht mir echt zu lange. Kommt ihr denn jetzt mal? Zack. Schön auf den Deckel drauf. Jawohl. So, jetzt muss ich mir leider hier wieder sowas Langweiliges geben, indem ich diesen ganzen Scheiß hier umniete. Weil das Punkte gibt. Nicht das Einzige, was mir hier ein bisschen Punkte gibt, weil die Trottel es nicht schaffen, mich mal hier adäquat zu verfolgen. Ey, wo ist der denn bitte jetzt? Ach, komm her. Geben wir dir das auch noch mit. Keine Ahnung, wo der ist. Irgendwo da. Jetzt ist er kaputt. Er steckte wahrscheinlich irgendwie in der Textur drin. Hier haben wir auch noch was. Nein. Oh, Alter, voll überschlagen. Da war bestimmt gerade einer drauf. Hat eine fette Wurst abgeseilt und die ist jetzt so Matrix-mäßig vor seinem Augenlicht umgeflogen. So. Habe ich denn die Ampel jetzt mal? Ja. Auch noch. Das müsste ja eigentlich auch alles zählen. Ne? Die Unfälle, die durch mich entstehen, dadurch, dass die Ampel kaputt ist, müsste eigentlich mit alles auf meine Kappe gehen. Oh, hier. Wie viel gibt es? 100. Krass, das lohnt sich. Eine Parkbank, auch 100. Inflationär wurde ja alles einfach mal auf 100 geschätzt. Oh, eine Absperrung. Ja, endlich. Der Spaß. Wartet, wo ist denn die? Lasst ihm nicht die Richtung wechseln, während ich hier meinen Donut ziehe. Okay. Feuer rein in die gute Stube. Und du kriegst auch noch einen auf den Sack.
Du bist raus und du bist weg. Er hat einfach mal Urlaub beantragt in der Verfolgungsjagd. Das ist eigentlich auch eine Maßnahme. Wenn du mitkriegst, du kriegst den Verfolger nicht. Den zu verfolgenden, so. Beantragst einfach Urlaub. Chef, nee, kann nicht mehr. Tschüss. So, noch 30.000. Das ist echt nicht so wenig, ne? Oh, ein Schirmchen. Schirmchen gibt nur doch auch 100. Ah, weg damit. Hallo. Och, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, bin ich. Gras kann man nicht sagen, aber ich bin durchgebrochen. So, okay, da hinten ist noch irgendwas. Oh, jetzt kommen richtig viele mit. Das ist ja schön. Das freut mich. So, wo ist denn das? Hier drüben. Komm, alle hinterher. Jawohl. Und jetzt bitte lächeln. Zack. Oh, wundervoll. Alle mit einmal. So, jetzt müssen wir abhauen. So, hier rechts rein. Hopp. Ja, bitte. Damals. Ach, das ist so ein befriedigendes Gefühl, nachdem... Hallo, was soll denn das? Das ist nicht befriedigend, das Gefühl, wenn sie jetzt hier einfach in meine dunklen Pläne durchschreiten. Alter, die Zeit, das war fast rum. Du Ficker. So, Leute. Tschüss. Jawohl, ja. Das gibt nochmal ordentlich Kohle. Da kommt der Nächste. Wo ist er? Wo ist er? Lad ihn. Alter. Aus dem Off. Durch mich durch. Ja, echt mal. Da wollte ich gar nicht davor fahren. Ach, das zählt nicht. Das zählt nicht. Alles klar. Warum zählt das nicht? Das ist doch jetzt blöd. Ich habe extra gewartet, dass der kommt. Scheiße, jetzt wird die Zeit langsam doch ein bisschen knapper. Hätte ich gewusst, dass das hier irgendwie im Uferlosen endet. Du mit deinem dreckigen Porsche. Ficker. Komm, fahr dagegen. Alter, jetzt wird es langsam wirklich ein bisschen penetrant. Jetzt gehe ich auf die Autobahn. Jetzt reicht's. Ich habe aber keine Chance auf der Autobahn. Ich meine, der mit seinem Porsche, der gibt einmal ganz kurz Gas. Ich brauche irgendwas, um die zu schrotten. Yes, er hat's nicht. Er hat die Abkürzung, die Abbiegung nicht bekommen. So, tschüss. Keine Chance hier. Keine Chance. Die Zeit ist gleich rum. Fuck. Okay, Leute. Ich würde mal behaupten, das Ding, das schaffe ich nicht. Eben noch große Fresse, wie geil es ist. Und jetzt der eine Typ, der mich da entdeckt hat. Das gibt's doch gar nicht. Fuck, ich muss hier irgendwie weg. Die Frage ist natürlich auch, endet das Intermezzo dann hier, nachdem ich es nicht geschafft habe? Oder wollen die, dass ich hier noch weiter abhaue? Ja, beeil dich. Was soll ich machen? Ich beeil mich schon. Ich habe leider meinen Wagen getuned. Der ist jetzt dadurch langsamer geworden. Ich habe es nicht geschafft. Das gibt's nicht. 34 Wagen sind hinter uns her. Wir haben 13 platt gemacht. Ach, sie sind alle weg. Fuck. Scheiße, war das schwer. War aber geil. Also Leute, vielleicht machen wir das nächste Mal hier nochmal einen Versuch, uns gegen die Polizei durchzusetzen. Wir könnten natürlich auch einfach ein anderes Fahrzeug nehmen, was nicht so einen hohen Verfolgungslevel hat. Das würde das Ganze natürlich ein bisschen einfacher machen. Mal gucken, wie wir es machen. Wir entscheiden das spontan das nächste Mal wieder bei einer neuen Runde von Need for Speed Undercover. Danke fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao.